Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Leute, da sich das ein Zuschauer bzw. ein Abonnent gewünscht hat, lade ich jetzt mal ein Gameplay von dem Skin hoch. Und zwar von dem Mida-Skin, wie ihr hier schon sehen könnt. Und zwar ist der heute rausgekommen. Ich habe mir auf jeden Fall geholt. Unter anderem, weil man sich mit dem auch V-Bucks erspielen kann. Ich zeige euch das kurz mal. Hier, hier, da unten schließe ich mindestens ungewöhnliche Aufträge ab, 6 Stück, dann kriege ich 100 V-Bucks. Man kann sich insgesamt 1500 V-Bucks mit dem Skin erspielen. Also wenn man sich den geholt hat, ist auf jeden Fall, finde ich, eine mega, mega nice Sache. Und ich mache das Video, weil wenn man mit dem Skin spielt, verwandelt der sich in Gold nach einer Zeit. Und ja, Leute, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich natürlich mega freuen. Road to 650 Abonnenten. Auf jeden Fall, ja. Und wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Würde mich auch mega, mega freuen. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt mal Gegner finden, damit wir, damit ich euch zeigen kann, wie das aussieht, wenn man Gegner killt. Weil Leute, in der Lobby ist das auch so animiert, aber natürlich, wenn man dann in der Runde ist, muss man erstmal Kills machen. Auf jeden Fall, ich finde, der Skin sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich auf jeden Fall eine mega, mega nice Sache, dass Fortnite diesen Skin reingebracht hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie findet ihr den Skin. Würde mich interessieren. Und ja, auf jeden Fall, Leute, wie oft schon gesagt, ich werde vielleicht den Cup morgen streamen. Ich meine, Donnerstag. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Überlege ich mir noch. Weil, Leute, morgen ist nämlich ein, Donnerstag, meine ich, Leute, ist nämlich ein Cup. Und wie ihr schon sehen könnt, Leute, glaube ich, hier die Hand wird schon zu Gold. Also, ja, ist eigentlich, wie gesagt, eine mega nice Sache, finde ich. Und ich bin ja jetzt mal in Retail gelandet, weil halt hier die meisten Gegner nicht so gut sind. Deswegen bin ich halt hier gelandet, damit ich euch das mal zeigen kann, wie das aussieht mit dem Skin. Und ja, Leute, es hat gerade kurz rumgeleckt. Wo ist jetzt der nächste Gegner? Hier unten ist der nächste Gegner, Leute. Aber der ist, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Okay, Leute, da haben wir den nächsten Gegner gekillt. Ja, Leute, guckt, wie ihr jetzt sehen könnt. Der Skin wird immer mehr zu Gold. Finde ich auf jeden Fall eine nice Sache. Und Leute, wie gesagt, macht auch die Aufgaben, damit ihr die V-Bucks bekommt. Ich werde nämlich, nachdem ich die Aufgaben gemacht habe, wieder über, über 4000 V-Bucks haben, was ich auf jeden Fall nice finde. Hier, Leute, das geht eigentlich relativ schnell mit dem Skin, dass er zu Gold wird, wie ihr sehen könnt. Halt, ich würde euch noch in Full Gold zeigen, wenn es möglich ist. Aber dafür muss ich erstmal noch ein paar Gegner killen. Aber unter anderem, Leute, wartet kurz. Unter anderem neue Season nächste Woche. Und Leute, ja, ich möchte auch noch euch auch noch was sagen, und zwar, ich habe eine Theorie, die ich auf TikTok gesehen habe, von einem TikToker, die ich mal gar nicht so schlecht finde, die Theorie. Und zwar, dass das Chapter 2 einfach nur ein Zwischenchapter ist, weil die meisten, hat der TikToker gesagt, verstehen das falsch mit, die alte Fortnite-Map wird es nie wieder geben. Deswegen schätze ich, ich finde auf jeden Fall, es ist eine gute Theorie,
Weil es kann wirklich sein, Leute, dass wir demnächst Chapter 1 wieder haben werden. Ja, Leute, aber wie schon gesagt, oder wie die meisten schon mitbekommen haben, Chapter 2 wird es, ich meinte, Leute, sorry, und zwar Fortnite, Chapter 1 wird es nicht mehr so geben, wie es früher halt war. Weil, Leute, es gab halt auf der Map, wie die meisten sowieso schon seit langem wissen, zu viele Bugs. Und ja, deswegen halt jetzt die Map nicht mehr so geben, wie sie früher war. Und die Map war halt auch, Fortnite konnte da keine Live-Events mehr drauf machen, weil es halt so verbuggt war. Und ja, aber abgesehen davon finde ich es auf jeden Fall eine gute Theorie, wie gesagt. Auf jeden Fall, es war jetzt nicht, Leute, ein TikToker, der keine Ahnung 200 Follower hat. Es war halt schon einer, der mehr Follower hat. Ich glaube, über 500.000 oder so. Weiß ich nicht, aber wir lassen uns einfach überraschen. Wenn es so kommen würde, würde ich es nice finden. Und wenn es halt nicht so kommt, dann kommt es halt nicht so. Und ja, wie ihr sehen könnt, Leute, der Skin ist schon fast ganz Gold. Und ja, erstens, Leute, finde ich es nice an diesem Skin, dass man halt zwei Varianten auswählen darf. Und wie gesagt, V-Bucks erspielen. Das ist mega, mega nice. Also, Leute, ihr kriegt so gesagt, also, wenn ihr euch diesen Skin holt, kriegt ihr 300 V-Bucks geschenkt. Weil, ist logisch, das Paket kostet 12 Euro. Fortnite gibt euch die 12 Euro wieder plus 300 V-Bucks. Und ja, mega, mega nice Sache auf jeden Fall. Solche Sachen würde ich auch gerne öfters mal sehen in Fortnite. Weil, ja, ich finde sowas einfach nice, wenn man Sachen einfach reinbringt, die man sich holen muss und dass man dann wieder V-Bucks sicher spielen kann. Und Leute, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, und zwar, wenn man mit diesem Skin auch die Sachen anfasst, auf jeden Fall ist das hier gerade bei der Waffe so gewesen. Ne, Leute, es ist überall so. Und zwar werden die Gegenstände wieder zu Gold, die ihr halt mit dem Skin anfasst. Auch wieder eine nice Sache, muss man sagen. Was ich mir noch gewünscht hätte, ist, dass der Skin wirklich früher reingekommen wäre, weil zwischen den beiden Seasons liegt jetzt so viel dazwischen. Außer vielleicht, dass man sich ja früher den Midas, sag ich jetzt mal, Halloween-Skin erspielen konnte, auch in der letzten oder vorletzten Season. Weiß ich gar nicht mehr, Leute. Aber sonst, ja, ist es eigentlich relativ in Ordnung, weil es war auch schon länger geleakt, dass der Skin auf jeden Fall reinkommen wird. Und ja, wir haben jetzt mal einen Auftrag angenommen. Und Leute, was ich auch persönlich nice finden würde, wenn in der alten Season, beziehungsweise in der neuen Season, Leute, jetzt in Chapter 2, Season 6, beziehungsweise in Season 16, wenn wieder so ein paar alte dazukommen, die es früher auch gab. Weil wir haben ja jetzt halb Dusty Devo wieder, wir haben halb Tilted wieder. Und ja, deswegen vielleicht schreibt mal eure Wünsche gerne in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, was zur neuen Season wiederkommen würde. Und ich habe auch gesehen, Leute, und zwar, ich habe ja das Video mit der Vi weibliche Midas Skin ist da, habe ich ja hochgeladen. Und ich habe gesehen auf jeden Fall, wir haben über 50 Aufrufe, glaube ich. Auf jeden Fall 50 Minimum. Finde ich auf jeden Fall mega nice von euch, Leute. Bleibt gerne so aktiv, würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil es gibt, wie gesagt, auch zur neuen Season wieder Streams, halt also Abo zocken. Aber momentan mache ich kein Abo zocken, weil ja, ich habe jetzt schon bin jetzt schon Level 100 und ab Level 100 brauche ich nicht unbedingt, finde ich, noch mehr zocken, weil Leute, bei mir ist es halt so, ich mache immer am Anfang viel Abo zocken in der Season. Und nachher halt, wenn ich Level 100 bin, entweder spiele ich dann mit meiner Community Creative, wenn wir halt mehr als 4 Leute sind. Oder halt am Anfang der Season, wie gesagt, spiele ich halt sehr, sehr gerne viel Public. Und ja. Lol, Leute, da hinten ist auch der Midas. Okay, er ist wieder da reingegangen. Leute, verzeiht mir auf jeden Fall, falls ich so scheiße spiele, weil ich bin halt kein Spieler, der oft solo spielt. Ich spiele halt unregelmäßig solo.
Boah, Leute, der war knapp. Ah, schade, Leute. Auf jeden Fall, Leute, ja, das war kurz das Update-Video zu diesem Skin jetzt. War kein besonderliches, interessantes Video, aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ja, Leute, was meint ihr? Schreibt, wie gesagt, mal gerne eure Meinung zu dem Skin in die Kommentare. Und Leute, schreibt gerne mal eure Meinung dazu, was würdet ihr euch in Season 6 vielleicht von der alten Map zurückwünschen. Und wir sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.